Nun zeige ich euch, wie man den Innenkreis eines solchen Dreiecks zeichnet. Dazu konstruiert man in jeder Ecke die Winkelhalbierende. Ich will das mal hier für die Ecke A vormachen. Ich nehme also eine eigentlich beliebige Strecke in den Zirkel, steche in A ein und wähle die Strecke so, dass ein Schnittpunkt mit der jeweiligen Seite C bzw. B entsteht. Danach stiche ich den Zirkel unverändert in diesen Schnittpunkt wiederum ein. Das gleiche mache ich dort, wo der Schnittpunkt mit der Strecke, mit der Seite B erfolgte, und bekomme so einen neuen Schnittpunkt. Wenn ich nun diesen Schnittpunkt mit der Ecke A verbinde, habe ich auf diese Weise den Winkel halbiert. Das heißt also, dieser Winkel ist genauso groß wie dieser Winkel. Also nochmal, ich steche mit dem Zirkel hier ein, wähle einen Radius, der die Strecke, der die Seite C des Dreiecks schneidet, und gleichzeitig die Seite B des Dreiecks schneidet. Dann steche ich den Zirkel wiederum in diesen Schnittpunkt ein, erzeuge einen weiteren Radius. Ich kann dabei den Radius benutzen, der bereits eingestellt ist. Das gleiche mache ich hier bei B und bekomme dort also einen weiteren Schnittpunkt. Nochmal, einstechen, Schnittpunkt, Schnittpunkt, einstechen, Radius, einstechen, Radius, und ich erzeuge den Schnittpunkt. So, wenn ich diese Vorgehensweise sowohl in Ecke B als auch in Ecke C mache, dann bekomme ich drei rote Linien, die sich wiederum schneiden, und der Schnittpunkt dieser roten Linien ist dann der Einstichpunkt des Zirkels für den Innenkreis. Ihr könnt das ja mal in der Zwischenzeit schon ausprobieren. So, ich habe das in der Zwischenzeit für euch gemacht. Und ihr seht, ich habe hier die Winkelhalbierende erstellt für die Ecke B. Das heißt, der Winkel ist so groß wie der Winkel. Das gleiche für die Ecke C. Habe dort die Winkelhalbierende errichtet. Und die drei Winkelhalbierenden schneiden sich in einem Punkt. Und dieser Punkt ist gleichzeitig der Einstiegpunkt für meinen Innenkreis. Und die kleinen Ungenauigkeiten, die hier zustande kommen, resultieren eben daraus, dass ich mit zu dicken Linien arbeite. Aber wenn ich dann diesen Innenkreis mal nachzeichne, werdet ihr ihn erkennen. Das heißt, der Innenkreis idealerweise liegt genau auf der Linie der Seite C, Seite B und Seite A. Wenn man das sehr genau macht mit feinen Linien, bekommt man das hin. Das ist also der Innenkreis.